Mallorquinische Morgensonne, ein kleines bisschen Urlaub vor der Arbeit. Zwar ist 7 Uhr morgens auch für Dr. Jens Döring ein früher Start in den Tag, dafür kann der Arzt die letzten Minuten auf seiner Terrasse so richtig genießen, bevor es in seine Praxis geht. Im Halbstundentakt ist ungefähr für meine Patienten geplant und dann weiß man nicht, wer reinkommt. Und das kann chaotisch werden und manchmal sind es bis zu 20 Patienten und manchmal ist es ruhig und einer sagt auch ab. Das ist ganz verschieden. Das werden wir gleich sehen. Seit 7 Jahren leben und arbeiten Jens und seine Frau Ludgera gemeinsam auf der Insel. Aber erst vor wenigen Monaten haben sie dieses Grundstück gekauft und sich damit einen Wohntraum erfüllt, auch wenn sie jetzt noch provisorisch auf der Baustelle leben. Das braucht noch eine Zeit, aber wir fühlen uns absolut wohl. Und wir haben einfach gemerkt, wir möchten auch gerne, es ist so toll, einfach Land auch auf Mallorca besitzen. Und das hat uns jetzt auch eine Bodenständigkeit gegeben und irgendwie auch mehr eine Zugehörigkeit. Dass man wirklich denkt, ja, ist super und das ist so toll. Das Grundstück genießen, dafür ist heute Morgen aber wenig Zeit. Mit dem Motorrad geht es für Jens zur Arbeit. Ludgera geht noch eine kleine Runde mit den Hunden spazieren, bevor auch sie in die Praxis fährt. Mitten im Urlaubsort Santa Ponsa liegt die Klinika Santa Ponsa. Seit 2011 werden hier vor allem deutsche Privatpatienten behandelt. Der 53-jährige Jens Döring ist Facharzt für Innere Medizin. Bevor er nach Mallorca kam, war er Oberarzt in einem Klinikum in Bielefeld. Ich hatte eine Anzeige gelesen, just an meinem Geburtstag, dem 18. Januar, im Ärzteblatt, dass hier ein Arzt gesucht wird, wo man ohne Investition eben mitarbeiten kann. Und darauf habe ich mich eingelassen. Gar nicht mit dem Gedanken, ganz hier zu bleiben, sondern eigentlich mit dem Gedanken, mal gucken, wie das so ist. In wenigen Minuten öffnet die Praxis. Noch ist es ruhig. Das Ehepaar arbeitet Hand in Hand, er als Arzt, sie als Physiotherapeutin und heute auch als Sprechstundenhilfe. Das Arbeiten hier zusammen ist einfach genial. Ist einfach genial, wenn man weiß, man funktioniert gut zusammen und man kann sich aufeinander verlassen. Und hier ist es aber wirklich so, hier brauchen wir Unterstützung. Nur ist leider heute unsere Kollegin krank, oh, wie es halt immer so kommt, gerade dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Aber das schaffen wir dann auch. Um Punkt 9 Uhr öffnet die Praxis und die Telefone stehen nicht mehr still. Döring, Kliniker Santa Ponsa, guten Morgen. Dann habe ich gesagt, dass wir den heute anrufen, der will Montag einen Termin. Erwin, dann sehen wir uns um 5, ja? Ja, gut. Heute kommt gleich ein Notfall rein. Diese Patientin klagt über Schmerzen in der Brust und Kurzatmigkeit. Ludgera misst den Blutdruck. Super, 127, 75, 72er Puls. Gerade waren sie noch ein bisschen ruhiger, ne? Aber das macht ja auch alles ein bisschen. Die Patientin ist regelmäßige Urlauberin auf Mallorca, kennt die Praxis. Sie hat eine künstliche Herzklappe und heute Morgen nach dem Sport bekam sie plötzlich Probleme. Blut nehmen wir in jedem Fall ab und Belastungs-EKG können wir machen. Ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt zeitlich schaffen. Hättest du die Zeit? Anderes Mal? Ja, ich hätte auch die Zeit. Ein Belastungs-EKG. Für diese Untersuchung braucht man in Deutschland eigentlich immer einen Termin. Hier in der kleinen Praxis ist es sofort möglich. Wenn man ihn braucht, ist er da. Ja, genau. Ja. Du. Jens untersucht die Blutwerte der Patientin. In der Klinik in Bielefeld haben so etwas die Krankenschwestern gemacht. Vom Oberarzt in Nordrhein-Westfalen zum Allrounder auf Mallorca. Der studierte Mediziner musste viel neu lernen. Ich delegiere ja viele Sachen im Krankenhaus, arbeite ich ganz anders. Ich gehe ja nur in den OP, aber ich sage, EKG macht jemand anders. Das machen andere Leute. Ne? Hier mache ich natürlich viel selbst. Das Wartezimmer der Praxis füllt sich und Ludgera und Jens bekommen unerwartet Hilfe von der eigenen Tochter. Lola ist 17 Jahre alt, hat gerade ihr Abitur hier auf der Insel gemacht. Ich finde Medizin an sich sehr interessant und deshalb ist es gut, auch meine Patientin und meinen Vater in Aktion so zu sehen. Heute kann Lola nicht nur zuschauen, sondern auch richtig helfen und ein bisschen die fehlende Sprechstundenhilfe ersetzen. Der nächste Patient ist ein echter Mallorca-Promi. Hallo, wie geht's dir? Oh, ist warm draußen, ne? Ja, heiß.
Maurice Gritzmacher managt niemand Geringeren als Schlagerkönig Jürgen Drews, leitet ein deutsches Bistro im Ort und ist ein Urgestein der Ballermann-Szene. Seit mehr als 10 Jahren macht er hauptberuflich Party. Das hinterlässt auch Spuren. Ja, ich bin jeden Tag da, also in der Hauptsaison jeden Tag, mache zwischendurch mal 1-2 Stündchen auf Empfehlung meines Doktors ein bisschen Pause, dass man wieder tanken kann, vor allen Dingen geistig ein bisschen tanken kann. Und dann geht es dann immer weiter bis in die Nacht hinein. Für Jens Döring geht es bis zum Mittag zügig weiter. Wunden versorgen, Vorsorgegespräche führen, EKGs zeichnen und Lungenpatienten behandeln. Und dann endlich Mittagspause. Ein kleiner Spaziergang unter mallorquinischer Sonne und ein bisschen Zeit für sich. Seit 17 Jahren sind Ludgera und Jens ein Ehepaar, haben 2 Kinder. Gemeinsame Pausen sind ihnen wichtig. Auch wenn dann wieder genetzwerkt wird, denn das Mittagessen ist heute tatsächlich eine Currywurst im Schlagerbistro. Jetzt muss es ja ganz schnell gehen, da kann man nicht mehr nach Hause fahren und dann ist das einfach eine tolle Sache für uns. Eine schnelle Currywurst und dann wieder zurück in die Arztpraxis. Der nächste Patient wartet. Dieser kleine Junge hat sich 2 Zeckenbisse eingefangen. So, jetzt haben wir das Licht hier. So, jetzt können wir sie mal richtig sehen. Schnell die Zecken entfernen, so kann der kleine Patient direkt wieder entlassen werden. Tschüss Jonas, alles Gute. Ciao. Urlaub gerettet. Und dann kommt auch schon der nächste prominente Patient. Schlagersänger Costa Cordalis wohnt hier ganz in der Nähe. Seine regelmäßigen Check-ups macht er in der Privatpraxis. Hier beim Jens seit Jahren. Ja, immer wenn ich Hüstchen habe oder Wehwehchen. Das ist mein Hausarzt. Wenn man in ein fremdes Land lebt und da weiß man, man hat alles, was das betrifft, also Gesundheit, ja, sportliche Sachen und so. Ja, dann bist du gut versorgt. Prominente Patienten versorgen, das war etwas ganz Neues für das Ehepaar. Nach 7 Jahren in der Klinik ist es aber Alltag. Natürlich ist es total schön, weil irgendwie, ich war ja auch Kind und gerade Costa Cordalis, die Lieder, ist total klasse. Und ich habe auch nie gedacht, dass ich irgendwie ihn vielleicht mal so persönlich kennenlerne. Von daher ist das natürlich schön. Aber ich glaube, bei mir und beim Jens irgendwie so dann ja doch das Medizinische überwiegt. Und wenn wir hier sind, sind wir freundlich und das ist ja auch total klasse, aber ganz normal. Costa Cordalis ist für heute der letzte Patient, denn um 19 Uhr haben die beiden endlich Feierabend. So, alles aus. Alles gut? Hast du Licht angemacht? Ich guck mal ganz kurz. Ein langer Tag voller Patienten und vor allem ohne Sprechstundenhilfe geht zu Ende. Es war genug zu tun, viele Patienten und wir sind dann schon ganz schön ausgepowert. Und man weiß ja nicht, ob nicht doch noch irgendjemand kommt und uns wieder wegholt. Denn Bereitschaft hat man als Arzt auf Mallorca eigentlich immer. Trotzdem, jetzt wird erstmal der Feierabend gefeiert. Ludgera und Jens Döring haben sich ihren Auswanderertraum hier auf Mallorca erfüllt und genießen ihn so oft sie können.